Wer einmal Unterschriften gesammelt hat für ein Volksbegehren, der merkt auch, wie sich Politik tatsächlich verlebendigen lassen kann, wie man sie in die Breite tragen kann, wie man argumentativer werden kann, wirklich im Sinne von tiefergehender Diskussion. Und wenn man einmal Unterschriften gesammelt hat, merkt man auch, dass sich das Bild, das man sich von den Menschen macht, wandelt. Ich selber habe das erlebt. Am Beginn einer Unterschriftensammlung steht man auf der Straße mit seiner Klatte und spricht die Menschen an und man sortiert. Der passt zu mir und der sieht so aus, als wäre der ansprechbar für das, was ich will. Und da kommt eine Frau, die wollte ich schon immer mal anquatschen. Jetzt habe ich endlich einen Grund. Und dieses Sortieren hört im Laufe der Unterschriftensammlung einfach auf, weil man merkt, man hat sonst gar keine Chance. Und am Ende der Sammlungszeit, so habe ich das immer erlebt, dann spricht man wirklich ausnahmslos jeden Menschen an, von dem man vorher gar nicht gedacht hat, dass der überhaupt zugänglich ist. Und wenn man über diesen Punkt hinweg ist, dann wird man unglaublich beschenkt, weil man die eigenen Vorurteile einfach weg hat. Und es ist genau das frei geworden, was wir uns mit der direkten Demokratie ja auch erhoffen, dass wir jeden Menschen, ausnahmslos jeden Menschen in der Gesellschaft als fähig ansehen, dass er für seine eigenen Angelegenheiten eintreten kann, dass er sich einmischen kann und für das Gemeinwohl einstehen kann. Und dann fängt es an und die Bürgergesellschaft kommt ins Blühen. Das ist ein unglaublich schöner Moment. Und genau das haben wir ansatzweise schon und in manchen Ländern sogar recht lebendig mit den Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden in den Kommunen, und wir haben es auf Landesebene mit Volksbegehren und Volksentscheide. Aber wir vermissen es richtig und sehnen uns danach, auch auf Bundesebene zu bundespolitischen Themen die direkte Demokratie entfalten zu können. Wir brauchen den bundesweiten Volksentscheid. Und damit wir den bekommen, anders als in den Ländern, können wir die direkte Demokratie selbst nicht nutzen, was ja mehr Demokratie vielfältig schon gemacht hat. Auf Bundesebene sind wir angewiesen auf eine Entscheidung des Bundestages. Wir brauchen die Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderung. Und genau darum streiten wir. Und es gibt kaum eine bessere Zeit, Parteien zu bewegen, als die Zeiten des Wahlkampfes, wo die Parteien selber rausgehen, sich öffnen, den Kontakt suchen zu den Menschen, auf Tuchfühlung gehen, die Nähe suchen. Die Menschen natürlich schon auch im Hinterkopf haben, dass mitunter die Menschen, die sie dann gewählt haben, nach der Wahl auch wieder das Weite suchen. Aber zunächst mal wollen wir diese sehr fruchtbare Situation eines Wahlkampfnutzens, um das Thema bundesweiten Volksentscheid nach vorn zu tragen. Und deshalb touren wir derzeit durch ganz Deutschland, durch die Wahlkreise und versuchen, mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch zu gehen. Wir müssen sie überzeugen. Das ist unsere Arbeit, die wir uns für diesen Sommer vorgenommen haben. Also keine Sommerpause. Wir machen diesen Sommer durch. Und am meisten werden wir wohl versuchen, die Unionskandidaten zu bewegen, weil alle anderen Parteien, die im Bundestag sonst noch vertreten sind, haben sich festgelegt. Sie wollen einen bundesweiten Volksentscheid, aber die Union, CDU, CSU mauern noch, und genau das wollen wir ändern mit unseren Argumenten und wollen gegen die Vorbehalte und Ängste angehen, die also gar nicht mehr gerechtfertigt sind, wie die Praxis in den Kommunen und auch in den Ländern zeigt. Überzeugungsarbeit, das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Gesprächsoffen hinein, mit Lust an der Diskussion, das ist es, was diesen Sommer ausmacht.